Hallo zusammen! In diesem Video geht es erneut um eine Bildanalyse. Ich möchte euch heute zeigen, wie man bei der Analyse eines Bauwerks Kompositionsskizzen zu Hilfe nehmen kann. Das Bauwerk, das uns hierzu exemplarisch dient, ist die Neue Staatsgalerie in Stuttgart. Das ganze Vorgehen nennt sich immer noch Bildanalyse, weil wir mit Bildern der Bauwerke arbeiten. Deshalb zählt auch die in dieser Art vorgenommene Architekturanalyse in den Bereich der Bildanalyse. Meine Bildgrundlagen für dieses Video hole ich mir aus einer der Meisterwerke-Mappen vom Neckar Verlag. Diese Mappen werden häufig im Kunstunterricht eingesetzt. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier findet ihr typisches Bildmaterial zu einem Gebäude. Neben einer großformatigen Farbaufnahme des Außenbereichs sind hier Grundrisse verschiedener Gebäudeebenen, ein Schwarz-Weiß-Luftbild des Baus und weitere Darstellungen enthalten. Um das Ganze zu vereinfachen, schnappen wir uns direkt ein weiteres Hilfsmittel, und zwar Transparentpapier. Dieses benutzen wir nun, um aus den Abbildungen wichtige Informationen für eure Analysen herauszuarbeiten. Erstmal geht es darum, dass ihr das Gebäude genauer kennenlernt. Deshalb legen wir einfach direkt los. Legt das Transparentpapier auf eine eurer Abbildungen und dann fahrt ihr erstmal alle wichtigen Linien nach. Bitte zeichnet nicht zu kleinteilig, denn A werdet ihr so niemals fertig. Und B, das ist der wichtige Teil, ihr sollt ja gerade das Bauwerk vereinfachen, um dabei auf die abstrakten Gestaltungsprinzipien zu stoßen. Wenn ihr eure Zeichnung soweit fertig habt, dann legt sie nochmal neben euer Bild und vergleicht die beiden Abbildungen. Fügt, wenn nötig, Ergänzungen hinzu. Am besten, ihr betont direkt einen Aspekt, der euch bei dem Gebäude aufgefallen ist. Immerhin ist die Zeichnung für euch Mittel zum Zweck. Sie soll euch bei eurer Analyse helfen. Wie das funktionieren kann, zeige ich euch jetzt mal am Beispiel von nur dieser einen Zeichnung. Was zentral ins Auge fällt, ist der U-förmige Hauptbau. Dieser Hauptkörper dominiert das Gelände und wirkt im Vergleich mit den restlichen Teilgebäuden sehr streng. Diese Wirkung wird unterstützt durch die Rotunde in der Mitte. Sie ist quasi das Zentrum des ganzen Geländes. Rotunde und Hauptbau sind sehr klar und schlicht gehalten und symmetrisch angelegt, daher die Strenge. Nun passiert aber etwas sehr Spannendes. Im Kontrast zu der Klarheit und Strenge des Hauptbaus finden sich auf dem gesamten Gelände viele vereinzelte Teilkörper, die sehr auflockernd wirken, aber gleichzeitig zum Hauptkörper in einem starken Kontrast stehen. All diese Feststellungen zu den einzelnen Gebäudeteilen lassen sich schon aus einer einzigen Zeichnung herausstellen, und zwar indem wir uns auf die einzelnen Baukörper konzentrieren. Um weitere Informationen zu erhalten, nehmen wir uns nun eine Abbildung vom Innenraum des Hauptbaus vor. Auch von dieser fertigen wir eine vereinfachende Skizze an. Schon beim Nachziehen der Linien fällt einem formsprachlich schnell auf, dass die Architektur sich am klassischen Vorbild orientiert. Die Räume sind sehr neutral gehalten, es dominieren strenge Achsen. Der klassische Museumsraum dient als Vorbild. Die Durchgangsportale zitieren das antike Vorbild. Es gibt sogar die altbewährten Medaillonfelder mit den jeweiligen Raumnummern. Insgesamt herrscht in diesem Gebäudeteil eine klare Strenge. Gerade dieser Gebäudeteil ist sehr historisierend und lehnt sich an den Ernst klassizistischer und klassisch-moderner Museumsbauten an. Die Raumgestaltung des Hauptbaus und ihre Wirkung ist also im Inneren gleich dem Äußeren. Sehen wir uns nun die dazu in Kontrast gesetzten Teilkörper etwas genauer an. Schon das Nachzeichnen der ersten Linien macht einen Unterschied bemerkbar. Anstelle der Dominanz von horizontalen und vertikalen treten nun schräg verlaufende Linien. Die undulierende, also gewellte Glaswand, die ich gerade nachzeichne, bildet den Eingangsbereich. Dieser ist ein sehr markanter und durch die Diagonalen und die Wellenform sehr dynamisch daherkommender Baukörper. Die Teilkörper wirken insgesamt im Vergleich zum Hauptkörper sehr bewegt und durchbrechend dessen Strenge. Noch klarer hervortritt dieser Aspekt, wenn wir uns nun sowohl die Farbigkeit als auch die Materialität genauer anschauen. Die gelben und braunen Natursteinplatten zitieren die steinernen Fassaden antiker Architektur. An sich wirken sie erhaben und monumental. Geschwungene und diagonale Formen heben dies aber schon ein Stück weit auf. In der Steinfassade befinden sich außerdem weitere Zitate historischer Formensprache, wie etwa bei den Fenstereinfassungen oder dem auffallenden Kranzgesims. In krassem Kontrast dazu stehen die bunten, geradezu lauten technischen Elemente. Diese konterkarieren die Monumentalität des Steins. Insgesamt entsteht ein starker Kontrast von statischem, klassischem Charakter und eingesprengten, einzelnen, bewegten Auflockerungen. Das passt zu dem, was wir bereits über den Gesamtbau festgehalten hatten. Ein eigentlich festgefügtes Ganzes wird teilweise zerstückelt und mit Hightech-Elementen zu etwas Neuem gefügt.
Solche Feststellungen lassen sich meist noch deutlicher machen, wenn wir in unseren Zeichnungen weiter abstrahieren, sie noch stärker vereinfachen und uns dabei auf wesentliche Elemente konzentrieren. Wichtig ist, dass ihr das Anfertigen von Kompositionsskizzen übt. Nur so lernt ihr, sie als eine Methode zu benutzen, mit der ihr euch Bilder bewusst erschließen könnt. Sie sind für euch ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, um die Gestaltungsmittel herauszuarbeiten. Natürlich solltet ihr dabei mit der Zeit auch lernen, die Skizzen frei anzufertigen und stärker vom eigentlichen Bild abstrahieren zu können. Denn unser eigentliches Ziel ist es ja, diese Aufgabe hier zu bearbeiten. Über eine Skizze arbeiten wir ein spezifisches Gestaltungsmittel heraus. Gleichzeitig versuchen wir die Wirkung, die es auf uns hat, daraus abzuleiten. Letzten Endes sollt ihr in einem Fließtext sachgerecht erläutern, wie die Architektur auf euch wirkt und warum sie das eigentlich tut. Ihr solltet deshalb versuchen, systematisch an das Ganze heranzugehen, also die Ergebnisse eurer Analysen in einen logischen Zusammenhang bringen. Die Erläuterungen der Gestaltungsmittel dienen euch dabei als Argumente. Ihr erklärt, was die in der Gestaltung des Bauwerks liegenden Ursachen und Gründe für dessen spezifische Wirkung sind. Mit welchen Gestaltungsmitteln und mit welcher Komposition hat die Architektin oder der Architekt diese Wirkung erzielt? Wenn ihr die Ergebnisse eurer Analyse in einer solchen Form systematisiert, dann habt ihr hier quasi euer Schreibkonzept vor euch. Und natürlich könnt ihr in eurem Fließtext auf eure Skizzen Bezug nehmen. Sie können euch zur besseren Veranschaulichung einzelner Sachverhalte dienen. Vergesst bitte nicht, sie klar zu nummerieren, damit die Leser eurer Texte auch wissen, auf welche Abbildung ihr gerade Bezug nehmt. Eine weitere gute Möglichkeit, eure Analyse systematisch anzugehen, kann eine einfache Tabelle sein. Behandelt auf der einen Seite das jeweilige Gestaltungsmittel über Skizzen und Notizen und fügt auf der anderen Seite die Wirkung an, die ihr daraus ableitet. So könnt ihr Schritt für Schritt die einzelnen Gestaltungsmittel abarbeiten. Eine wirklich gute Analyse wird es aber letztendlich auch erst dadurch, dass ihr die einzelnen Ergebnisse in Bezug zueinander setzt. Versucht bei der Analyse auf möglichst viele unterschiedliche Aspekte des Bauwerks einzugehen. Auch Zugangswege und unterschiedliche Ebenen sind hier ein zentrales Thema, das ihr wirklich nicht vergessen solltet. Am besten, ihr habt eine Art Liste der typischen Gestaltungsmittel im Kopf, wie einen Spickzettel. Und diese arbeitet ihr Stück für Stück ab. Schlussendlich könnt ihr dann die Wirkung eures Bauwerkes anhand der Gestaltungsmittel schlüssig erläutern. Wie ihr die Ergebnisse eurer Analyse außerdem nutzen könnt, um das Bauwerk kunst- und kulturhistorisch einzuordnen, darum wird es im zweiten Teil dieses Videos gehen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Like da und macht irgendwas mit irgendeiner Glocke. Bis bald!